kann ich überhaupt in diesem Spiel noch irgendwie besser werden? Dass ich vielleicht, ja, es gibt hier keine E-Sports, aber dass ich mithalten kann mit Pro-Gamern und Leuten, die wirklich Ahnung von dem Spiel haben. Kann ich mich irgendwie in dem Spiel steigern? In dem heutigen Video klären wir die Frage, wie ihr besser werden könnt. Rai Quarza, Ohoho und Bane. Hey Leute, ich bin's Rai Quarza und herzlich willkommen zu einem neuen Garden Warfare 2 Video. In dem heutigen Video klären wir die Frage, während ich im Hintergrund ein bisschen gemischten Modus spiele, ob man eigentlich seinen Skill exponentiell steigern kann in dem Spiel hier. Und seid nicht besorgt, meiner Meinung nach ist es ein klares Ja. Man kann durch ein paar Kniffe einen sehr guten Anstieg haben, dass man besser wird. Also, ihr kennt es bestimmt. Runde über Runde. Man strengt sich sehr an und kriegt dennoch nur einen oder gar keinen Kill hin. Frustrierend, zu Recht. Man wünscht sich natürlich, dass man mehr Leute eliminiert bekommt, mit den Besten aus dem Team mithalten kann. Aber irgendwie wird das nichts. Auch nach langer Zeit des Spielens, nach paar Tagen, man verbessert sich, egal, selbst wenn man immer den gleichen Charakter nimmt, man verbessert sich einfach nicht. Und das kann, Punkt Nummer 1, es kann sehr gut daran liegen, an eurer Ausstattung des PCs. Simpel wie es klingt, ist es aber auch effektiv. Und zwar macht es eine Grafikkarte und ein guter Prozessor. Ja, ich würde jetzt mal sagen, 90% eures Skills aus. Das ist kein Scherz, es ist wirklich so. Denn ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe vor einiger Zeit noch einen, ja, längst nicht so leistungsstarken Computer benutzt, wie ich ihn heutzutage benutze. Von daher weiß ich durchaus, wovon ich spreche, wenn ich sage, ja, das ist frustrierend und da sinkt der Skill enorm. Das ist wirklich Tatsache. Also, merkt euch, ein PC, der eine Grafikkarte hat, die schlecht ist oder leistungsschwach, ja, die kann nicht mit einem PC mithalten, der leistungsstark ist. Was verstehe ich jetzt unter leistungsstark? Ja, also unter leistungsstark verstehe ich einen PC, der in Richtung Spielerlebnis ein sehr, sehr gutes, ja, sehr, sehr gut performen kann. Und zwar, ja, keine Ruckler, gestochen scharfes Bild, ja, was weiß ich, dann noch, ja, man erkennt jede einzelne Pflanze, detailreich, dass sich halt wirklich besser anfühlt zu spielen auf diesem PC. Das verstehe ich unter leistungsstark. Leistungsschwach ist, da kenne ich mich aus. Ja, da gab es sehr oft Ruckler. Man muss auf niedrigster Qualität spielen. Man wird oft aus Sitzungen gar rausgeschmissen. Das ärgert einen dann natürlich enorm. Und das ist dann halt wirklich sehr, sehr, sehr frustrierend. Ja, also, das ist der erste Punkt. Und bevor ich jetzt zum zweiten gehe, sage ich euch noch, was jetzt so eine Grafikkarte ist, wo man sich dran orientieren kann, die sehr gut ist. Also, wenn ihr Garden Warfare 1 und 2 auf höchsten Einstellungen ohne Rucklern spielen wollt, dann empfehle ich euch eine Grafikkarte. Bäm, Erstschlag. Eine Grafikkarte von Nvidia
Und zwar die GTX 1650 ist eine sehr, 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 sehr gute Grafikkarte, mit der man einiges machen kann. Ja, ich habe jedes Spiel auf höchsten Einstellungen damit. Das kann ich euch auch zeigen. Da, also 1920x80 und Grafikqualität ultra, ultra, ultra. Ah ja, okay, ich glaube, das ist das Höchste. Ja, also ihr seht, alles ultra. Keine Ruckler, also ein perfektes Spielerlebnis. Das Bild sieht gestochen scharf aus. Man kann sich da nicht beschweren. Also, die GTX 1650 ist dann für eure Bedürfnisse, GW1 und GW2 auf höchsten Einstellungen spielen zu können, perfekt maßgeschneidert. Und der passende Prozessor hierzu wäre dann ein i5-9300H. Sehr leistungsstark, wird auch in PCs verwendet, die eine Grafikkarte der 2000er Reihe haben. Also ist sie nicht gerade so gut genug, um hier mit der Grafikkarte zu handeln, sondern sie kann auch mit noch leistungsstärkeren Karten fungieren. Und dann könnt ihr so Sprünge machen, wie ich gerade gemacht habe. Nee, Spaß. Dafür braucht ihr noch Punkt 2. Also merkt euch, 1650 und i5-9300H. Natürlich ist dann auch noch entscheidend, Punkt 2, die Erfahrung. Ja, auch das Sprichwort Erfahrung macht den Meister hat hier in diesem Spiel eine Verwendung gefunden. Man kann natürlich nicht, wenn man sich das Spiel gerade erst neu gekauft hat, kann man nicht erwarten, dass man genauso gut ist wie jemand, der es schon seit mehreren Jahren spielt. Ich habe auch... Ja, wie lange spiele ich das Spiel jetzt? Ich glaube 3 Jahre oder so. Ja, 3 müssen es sein. Spiele ich das Spiel jetzt hier auch schon. Deswegen habe ich auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr von heute auf morgen zum Pro werdet. Auch nicht, wenn ihr den besten PC der Welt habt. Der unterstützt euch enorm. Weil ihr einfach keine Ruckler mehr habt. Flüssiges Gameplay. Aber der schafft es nicht, euch die Charaktere zu Füßen zu legen, wie ihr die Fähigkeiten von den Charakteren verwenden müsst. Wie ihr euch an das Spielverhalten der Gegner gewöhnen könnt, also vorausahnendes Gaming nennt man das, habt. Das könnt ihr dadurch nicht. Das ist klar. Ihr braucht Erfahrung. Ganz, 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 ganz wichtig. Prägt euch das ein. Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Von daher, nicht schlapp machen. Einfach jeden Tag ein bisschen spielen. Schaut euch auch gerne ein paar Videos an. Von mir. Da seht ihr dann auch, wie ich zum Beispiel mit den Fähigkeiten umgehe. Hier im Hintergrund seht ihr auch schon ein bisschen was. Es kann wirklich auch helfen, sich ein paar Ratschläge von anderen Spielern geben zu lassen. Genau. Und damit ihr dann auch noch bessere Tipps auf zugeschnittene Charaktere hat. Zum Beispiel, wie gehe ich jetzt mit Kaktus um, mit Citron, mit Fußsoldat, mit Footballer, auch mit Torwartstar, also spezifizierten, lass mich doch durch, mit spezialisierten und spezifizierten Klassen, wie ihr mit denen umgeht. Dafür werde ich How-to-Videos machen. Die werden nicht How-to heißen, aber ich werde die so ähnlich nennen. Da geht es dann auf jeden Fall immer um einzelne Klassen,
wie ihr mit denen zu Pro werdet. Das werde ich darin behandeln, wie ihr mit den Fähigkeiten umgeht. Also wichtige Sachen. Damit ihr da dann auch das imitieren könnt. Das Gameplay. Ah, da hat er uns. Und eine Richtlinie habt, wie ihr einen roten Faden verfolgt. Somit haben wir dann auch Punkt 2 erledigt. Punkt 3 ist... Ja, also... Wir waren schon mal beim Teil Leistung. Und zur Leistung zählt nicht nur der PC, sondern auch... Ja, was könnte es sein? Ja, natürlich! Die Internetverbindung, die in Deutschland so gut ausgebaut ist. Nee, Spaß. Also, die Internetverbindung ist auch ganz, ganz wichtig. Denn ihr könnt nicht nur eure Grafikkarte und den Prozessor, könnt ihr nicht nur über den fluchen. Ihr könnt auch über eure, ja, keine Ahnung, 16 MB-Leitung oder gar eine 8 MB-Leitung. Wer hat das heutzutage noch als Gamer? Ja, auf jeden Fall, darüber könnt ihr auch ragen, bis zum geht nicht mehr. Das ist ganz, ganz schlimm. Ihr könnt dann einfach nicht normal spielen. Dann könnt ihr die Grafikkarte und den Prozessor haben, wie ich gerade eben gesagt habe. Das bringt nichts. Ja, da sind wir Erster. Seht ihr? Regeln halt die Bestandteile. Dann bringt euch auch der Beste... Die beste GPU nichts, wenn ihr eine schlechte Internetleitung habt. Also eine 50K Leitung sollte es mindestens sein. Die ist passabel. Es gibt mittendrin immer noch Abstürze oder kurze Lags, aber da merkt man dann auch, dass es nicht vom PC ist, weil die einfach nur sehr, 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 sehr selten auftreten. Sonst würden die bei jeder Sitzung auftreten. Das merkt man dann daran. Also, noch besser ist es natürlich, wenn ihr mit einem LAN-Kabel spielt, denn LAN, ja, ist einfach die perfekte Lösung, damit ihr keine WLAN-Wellen braucht. Ich habe hier dann direkt ein Kabel zu eurem PC, wo dann nochmal eine erhöhte Konzentration an Leistung hingefiltert wird. Das ist wichtig, merkt euch das. Also mindestens 50K, 100K sind noch besser und perfekt ist es dann, wenn ihr das dann auch noch mit einem LAN-Kabel kombiniert. Okay, also, euer Weg zum Pro ist, wir leben noch, nein, nicht, dass ihr nicht sterbt, sondern ihr braucht einen guten PC, ganz wichtig, guten PC, ihr braucht außerdem eine gute Spielerfahrung. Damit ihr vorausahnen spielen könnt. Ihr wisst schon dann, irgendwann, wenn ihr das seit mehreren Monaten oder einem Jahr spielt, dann merkt ihr einfach, wie sich die Gegner verhalten, wenn ich so und so spiele, wenn ich mich so und so bewege, wenn ich das und das mache. Ja, weil für jede Situation hat man dann schon ein vorgefertigtes Bild vom Gegner, wie er sich verhält. Darauf könnt ihr euer Gameplay dann abstimmen. Und zu guter Letzt die Internetverbindung. Mindestens 50 MB. Alles darunter ist dann schon sehr, sehr kritisch. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht klappt. Automatisch. Aber grenzwertig. Ich würde es euch nicht empfehlen. Da kann es dann nämlich echt sehr oft zu Ausfällen kommen. Und dann macht es auch keinen Spaß, so zu spielen. Okay. Damit haben wir dann aber auch
alle drei Punkte besprochen. Wie euer, ja, euren Skill verbessern können. Das sind alle Möglichkeiten, die ich jetzt weiß, wie ihr skilliger werdet. Also, merkt euch, ich werde auf jeden Fall noch, ja, den haben wir. Ich werde auf jeden Fall dann in naher Zukunft, könnt ihr euch auch darauf verlassen, dass ich das machen werde. Ich werde dann immer, ja, jede Woche eins ungefähr, ein Video dann hochladen, wie ihr mit unterschiedlichen Klassen spielen könnt, wie ich zumindest mit denen spiele und wie, und ich gebe euch dann nur Tipps natürlich, die auch wertvoll sind. Damit garantiere ich euch dann, dass die euch helfen werden. Das sind wirklich Tipps, die könnt ihr sehr gut verwenden. Ich werde die dann auch natürlich in dem Video selber vorführen, wie ihr die ausführen sollt. Damit ihr nicht einfach nur hier theoretisches Geplapper habt, sondern auch praktisches Gameplay dabei. Damit könnt ihr euch das noch besser einprägen. Und wenn ihr nicht glaubt, dass ich weiß, was ich hier tue. Ja, also. Ich spiele ja hier im Hintergrund. Ich finde, ohne dass es sich jetzt überheblich anhört, dass ich ein guter Spieler bin. Ich habe auch den höchsten Rang im Spiel. Das hat zwar nichts zu heißen, aber es zeigt, dass ich viel Erfahrung auf jeden Fall haben muss. Von daher weiß ich schon, wovon ich hier spreche. Okay, ich spiele jetzt noch hier die Runde zu Ende. Wenn ihr, ja, wenn ihr jetzt abschalten wollt, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Abonniert gerne den Kanal. Andernfalls, ja, verabschiede ich mich dann gleich noch von jenen, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Also, wandelt diese Tipps in Realität um und hoffentlich werden die euch helfen. Dann, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Ray. Gut, dann machen wir jetzt hier weiter. Also, ich finde ja die Flickenblume. Ja, die muss Flickenblume heißen. Die ist sehr, sehr mächtig. Ja, da haben wir auch gewonnen. Die ist sehr mächtig. Die hat einfach 11er Schüsse, wenn ihr deren Schadensupgrade gegeben habt. Ihr könnt euch heilen, wenn die Gegner in unmittelbarer Nähe bei euch erledigt wurden. Also, die ist sehr mächtig. Aber kommt nicht an den Skill von einem Z7-Wicht dran. Ja. Also, Z7-Wicht, der ist definitiv sehr, sehr, sehr mächtig. Gut. Ja gut, war jetzt nicht viel Zeit dazwischen. Ist im Prinzip Quatsch gewesen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Abonniert gerne den Kanal, um keine von den, ja, wie spiele ich mit dem und dem Charakter Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Garnwolfer 2 Video. Ciao, Leute. Thank you.